Hi, ihr Luciang und willkommen zu einer neuen Folge Mounted Blade 2 Bannerlord. Weiter geht's, wir haben eine Karawane zu verteidigen. Und genau das machen wir auch. Die Loser hier nehmen wir nicht mit. Turnier haben wir auch gewonnen gerade eben. Ja, ich bin nicht wie Deutschland, ich gewinne meine Turniere, du. Also, die meisten. Und ich steige auch einfach Stufen auf. Einfach so, weißt du? Können wir irgendwas machen damit? Jo, wir haben einen Fokuspunkt, ne? Vielleicht mal die Armbrust nochmal. So, und jetzt, hallo. Da ist sie. Bleib stehen, du Lump! Bleib stehen, nicht so schnell! Sonst kotzt du wieder. Außerdem kommen da die 40 Räuber schon wieder. Ach Gott, ich kann die nicht mitnehmen. Warte mal, ich schmeiß mal. Habe ich irgendwas dabei, was ich rausschmeißen kann für diese hervorragenden Bogenschützen? Irgendwelche Loser-Bogenschützen oder so? Nee, ich will meine Loser-Kavallerie will ich nicht weggeben. Naja, dann müssen wir so bleiben, ne? Dann müssen wir so verbleiben, das hilft alles nix. Na gut, so. Alibaba, reite von dannen. Mit deinen 40 Räubern. We mean no harm. Weißt du, der geht aber auch aggressiv da rein mit seiner Karawane. Weißt du, der fährt aber auch so dicht auf. Wenn der jetzt bremsen muss, dann hängt der da drin. Alter Schwede. Verzieh dich. Genau. Hau ab. Komm, weißt du was? Warte, wollte der mich gerade verfolgen? Ich glaube ja, mein Schwein pupt. So. 2600 haben wir kassiert. Wie geht's eigentlich unserer Werkstatt? Geht's gar nicht gut. Okay. Schade. Ja, die Bierpreise sind aber auch zu teuer auf dem Oktoberfest, du. Vielleicht ist das das Problem. Naja. Gut. Wenigstens die Poritze macht Geld. So, wollen wir die 40 Räuber hauen, wenn wir an die rankommen? Ja, locker flockig kommen wir da ran. Ja, ich habe ein Problem. Dein Bart ist ja furchtbar. Dieser Blick. So, Männer. Mounted Archers. Männer. Was, wir haben Mounted Archers? Wo haben wir denn die her? Wo haben wir denn die her? Warte mal. Nee, das möchte ich. So. Gut. Wir haben halt einfach nur zwei Infanteristen, ne? So. Die Horse Bowmen folgen mir. Und ihr spielt Zweitkavallerie-Männer. So, dann lassen wir die jetzt einfach kommen. Warte mal. Ah, einfach. So. Und schauen wir mal, was hier so los ist. Oh, du bist gegen den Baum gerannt. Entschuldigung. Jetzt ist er runtergefallen. ...83, jawoll. Oh. Das ist ein Baum. Das ist sehr schön. Ich gehe gerne Bäume kuscheln. Ich bin eigentlich ein Elf. Die Fun-Totners sind dafür bekannt, wie Elfen zu leben. Loser-Kavallerie, los! Bam. Ich brauche einen längeren. Wo sind die Penisvergrößerungs-E-Mails, wenn du sie brauchst? Oh, du bist runtergefallen. Hallo, das war meiner. Hey. Ich mag diese Stimme. So, kriegst zwei mit. Du kriegst nix. Was hast du davon? Warst nicht brav genug? Hm.
So, haben wir es bald, Jungs. Ich habe Catering bestellt für unseren Sieg. Die Pizza kommt gleich und wenn ihr so lange braucht, dann wird die kalt. Geht doch. Wo sind die Gegner? Drei sind noch da. Hm. Hey, cool! Ich weiß nicht, ob die Pferde verloren haben oder ob die einfach, ob das unsere tolle Infanterie ist, aber... Die könnten auch einfach fliehen, ne? Wäre vielleicht besser für sie. Wahrscheinlich fliehen sie auch schon, aber sie rennen ständig gegen Bäume. Noobs. Wo reiten wir hin? Ach, da oben. Wo ist der hingekommen? Der Mann ist weit herumgekommen. Der Mann... That man is going places. Was? Nein, nicht getroffen. Haben wir jetzt gewonnen? Ja. Halleluja. Vier Leute nur verloren. Das ist nice. Das kann man machen. So, die Schwertschwester. Und... Ja, das passt doch. Nice. Cool. Brauchen wir Pferde? Ich glaube, wir brauchen Pferde, ne? Ich glaube, wir brauchen die guten Pferde. Diese Svenrin, diese Streitrosse brauchen wir, ne? Damit wir die verbessern können. Jawohl. Guck mal. Nehmen wir doch gerade mal imperiale Equis. So. Ja, wir bräuchten noch mehr, aber... Kann nicht alles zahlen hier. Werde noch arm. Truppen ausbilden habe ich nicht so Böcke. Und hier gibt es auch keine gescheiten Truppen. Ich weiß nicht, ich finde die... Was sagt ihr denn zu den Sturgiern? Zu den Truppen? Ich weiß nicht, ich fand die bislang immer sehr, sehr mäßig. Würde mich mal interessieren. Taugen die was? Nicht so wirklich, oder? Ich weiß aber nicht. Vielleicht sind das ja mittlerweile absolut die Hardcore-Truppen, aber früher haben die irgendwie nichts getaugt, glaube ich. So, wie steht's eigentlich um unseren Clan? Naja, nicht so, ne? Kampf gegen Räuber, das ist immer gut. Machen wir. Gekauft, gekauft, gekauft. Drei Räuberbanden, easy. Wir könnten uns natürlich auch anbieten als Söldner, ne? Das wäre auch möglich. Dann würden wir quasi für jeden Einflusspunkt, den wir sammeln... Ja, komm, die hau ich jetzt so weg. Für jeden Einflusspunkt, den wir sammeln, würden wir dann quasi Kohle bekommen. Aber wahrscheinlich mit unserer aktuellen Truppstärke würden wir halt echt einen miesen Tarif bekommen. Also da würde nicht viel Geld bei rumkommen. So, das wird eine schöne Schlacht. Keine Ahnung. Fertig. Einfach rein. Einfach Spaß haben, Jungs. Ah, Pfeilhagel! Oh Gott. Oh Gott, ich habe ein bisschen was abbekommen, aber das macht nichts. Haben wir alle tot? Ja, fast. Die Reiterei ist noch übrig. Der ist so schön. Es sah aus, als wäre er runtergehopst. Yay, Victory! Zwei Leute verloren. Nice.
Oh, und Truppen. Das ist nicht gut. Die nehme ich gerne. Und jetzt müssen wir wieder verkaufen. Also, Gefangene verkaufen. Das ist aber gar kein Thema. Ich meine, wir könnten uns schon als Söldner anbieten, ne? Dann würden wir ein paar Schlachten mitbekommen. So, die werden offiziell gefangen genommen. Bumm, Geld kommt rein. Ich meine, da könnten wir halt endlich Schlachten spielen, ne? Da müssten wir nicht immer von Stadt zu Stadt reisen und irgendwie wie der letzte Depp hier Aufgaben erfüllen. Sondern könnten tatsächlich mal was reißen. Und wir müssen uns ja noch nicht festbinden. Das ist ja auch noch, das kommt ja noch dazu. Wir müssen uns nicht festbinden aktuell. Wir können ja einfach gemütlich uns als Söldner jemandem anschließen. Werden dann ständig gefangen genommen, kriegen ständig auf den Sack. Aber wir sehen ein bisschen mehr von der Welt. So, wir müssen mal ein bisschen mehr Essen kaufen. Die Moral könnte besser sein, ne? Schauen wir mal, da oben im Norden, hier in Kargref, da gibt es Fisch. Dann holen wir mal Fisch und dann schauen wir uns mal an, wer so im Krieg miteinander ist. Und bieten uns mal als Söldner an. Oder alternativ lassen wir uns von Mondschuk einfach anwerben. Das kann man natürlich auch machen. Man muss sich ja nur beschweren. Die Kuzeid wollen uns... 195, das ist geil, das nehme ich an. Leute, wir sind im Dienste der Kuzeid. Mit wem sind wir im Krieg? Sind wir mit irgendeinem... Die sind ja gar nicht im Krieg. Vielleicht haben sie es vor. Vielleicht haben sie einfach gesehen, hier ist so ein krasser Typ unterwegs. Der hat Ahnung, der Mann. Den nehmen wir. Warte mal. Könnten hier gleich mal Einflusspunkte sammeln, wenn wir hier in Seonon das Turnier gewinnen. Das ist ja eigentlich schon auch ein bisschen gemein, ne? Die zahlen uns für Einflusspunkte, kriegen aber eigentlich nichts davon, wenn wir hier jetzt das Turnier gewinnen. Da würde ich mir ja auch ein bisschen verarscht vorkommen. Was jetzt nicht heißt, dass wir... Aua! Was jetzt nicht heißt, dass wir dieses Turnier gewinnen werden, ne? Aber wenn wir es gewinnen... Oh, das ist ein nices Turnier. So, komm her. Ach, das ist der Chef von dem Batalia, den ich hier gerade verprügelt habe. Hupsi. Hupsi. Oh, jetzt darf ich ihn nochmal verprügeln, den Kaladok. Ach Gott. Hä? Mieses Schwein. Mieses Schwein. Schreibe ich auf die Liste, du. Dich schreibe ich auf die Liste, Kaladok. Ja, gibt kein Geld, ne? Heute auch noch Geld verloren. Glücksspiel lohnt sich nicht, Leute. Lasst es. Wetten, Glücksspiel, alles doof. Ja gut, wir müssen zu den, also ich würde, müssen wir gar nichts, ne? Aber ich möchte, wenn ich jetzt schon angeworben wurde von den netten Leuten, dann möchte ich da natürlich auch ein bisschen aushelfen bei den Kuzeid. Und ein bisschen Einflusspunkte sammeln dort. Oh ja. Scheiß auf Infanterie. Wir haben geile Leute hier. Wo sind... So muss die Map sein, ne? Genau. So wollen wir die Map haben. So. Ja gut, dann ab die Post. Reiten wir mal rüber. Und ich glaube, das beschleunige ich für euch ein bisschen, weil da wird nicht viel passieren jetzt. Wir laufen da einfach nur hin. Vielleicht hole ich irgendwo mal Fisch, wenn ich an Fisch vorbeikomme, aber ne? Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache das jetzt auch hier nicht, das Turnier. So Leute,
Da sind wir. Also fast. Und ich sehe, die Werkstatt ist immer noch nicht rentabel. Das heißt, pass mal auf, ich glaube, wir können doch ändern. Genau, wir können die ändern. Lass uns die mal ändern. Die ist in Pravind. Mal ganz kurz gucken, was ist da so oben los in Pravind? Ja komm, weniger als 0 kann das Ding ja nicht machen. Weißt du, dann lass es doch ändern, was halt in eine Schreinerei. Oder? So. Versuchen wir es mal mit der Schreinerei, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer noch geht. Früher konntest du ja einfach, wenn du denen die Ressourcen, die gebraucht wurden, vorbeigebracht hast, dann haben die mehr Geld gemacht, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das noch geht, ob das was bringen würde. Im Endeffekt ist auch egal. Wir haben das Ding. Nimmt uns auch keiner weg. Und ansonsten haben wir halt 2000 jetzt versemmelt. Das ist jetzt nicht die Welt. Mein Buddy ist kaputt. Wir müssen jetzt Team Blau dringend. Ich nehme mal. Komm. Ah, shit. Na gut, dann machen wir das so. Bam. Dann halt ohne Schild. Ist auch okay. So. Ich wieder mit einem Loser zusammen. Aber der Loser war gut. Der Loser hat's gerockt. Nice. Let's go. Ha! So. Auch in unserer neuen Wahlheimat können wir Erfolge verbuchen. Und damit haben wir jetzt 3 Ansehen, das heißt, wir kriegen Geld. Das heißt, die Crusade bezahlen uns jetzt dafür, dass wir ein Turnier gewonnen haben. Das ist schon gemein irgendwie. Aber gut. So ist das Leben. Das Leben ist unfair. So, wir nehmen mal ein bisschen Fisch mit für unsere Leute. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir hier ein paar Quests machen. Oh, ich sehe schon wieder, ich muss den Kehlengesang üben, ne? Letztes Mal haben wir da ganz viel Kehlengesang gemacht. Back off, Stranger. Kehlengesang-Time. So. Bumm. Das bringt uns ja auch Ansehen, das ist auch schön. Na, die Plünderer, die tun gar nichts eigentlich, aber die kriegen halt richtig auf den. Wir kriegen Kohle dafür letzten Endes. Das ist geil. Das ist mega. Wir verdienen uns jetzt ein goldenes Näschen bei den Crusade. Ha, guck mal, die Werkstatt macht Geld. Plus 45, läuft. Oh, jetzt haben sie gerade einen Söldnervertrag aufgekündigt. Wir sind einfach zu teuer geworden. Ja. So. Schöne berittene Turniere. Das ist wunderbar. Da lernst du es reiten auf den alten Crusade-Pferden da. Komm her. Oh, das ist der falsche. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Hallo. Zack. Daneben. Ich glaube, hier gewinnen wir nichts, du. Hier gewinne ich keinen Blumentopf. Ich werde außerdem beschossen von allen Seiten.
kleine Schelle auf den Hinterkopf. Nein. Oh, was ein Kackturnier, ey. Ich mag das Turnier jetzt schon nicht mehr. Ach Gott, die laufen halt alle. Ah! BC. Ach komm. Ha, ich hab was getroffen. Aua. Ich treffe halt gar nichts, ne? Das ist halt so schäbig. Die sind auch alle unsterblich hier, glaube ich. Na, endlich ist es einer down gegangen. Halleluja. Oh Gott, jetzt bin ich down. Na gut, dann nehme ich den nächsten von uns. Oh Gott, ich muss weg hier. So, keine Sorge, wir sind noch im Turnier. Ich nutze hier Cheats. Na komm, ich glaube, das ist immer besser, wenn wir mit dem Pferd ein bisschen, mit dem Schwert ein bisschen zuhauen. Zack. Es wird ja lustig, wenn denen die Pfeile alle ausgehen. Was machen sie denn dann? Dann gehen sie in den Nahkampf, oder was? Zack. Zack. Alter, der hat mein Pferd gekillt. Dieses Schwein, du! Dafür kill ich dir dein Pferd. Ey! So. Ich sitze wieder im Sattel. Sag mal, haben die unendlich Pfeile, oder? So. Ich weiß nicht, ob der das war, aber wenn der das war, dann haben wir uns zollgerecht jetzt. So, 3 gegen 2 im Endeffekt. Oh, du hast dein Pferd verloren. Junger Mann, sie haben ihr Pferd verloren. Ich auch schon wieder. Kacke. So. Keine Sorge. Den Tasinoa kriegen wir down. Sag ich doch. Den kriegen wir down. Vom Pferd, meinte ich. Wenn halt mein Partner jetzt mal kommen würde, weißt du? Da könnten wir halt zu zweit auf den einen knüppeln, aber nö. Der feine Herr. Jetzt hat er es gecheckt. Wunderbar. Sehr gut, ich bin stolz. Ach nee, nicht schon wieder. Ich hasse Pferdekämpfe. Pferdekämpfe stinken. Nur weil du es nicht kannst, Bombardin. Ja, richtig. Das hast du sehr gut erfasst. Random Commentator 743. Manchmal ist es aber auch eine komische Hitbox, du. Zack. Tassi! Altes Haus. Sind wir wieder da, ne? Da waren wir doch vorher schon. Pieksen wir uns gegenseitig mit Zahnstochern, los. Jawohl. Der Tassi ist kaputt.
Und den kriegen wir auch noch weg. Wunderbar. Gutes Team. Sehr, sehr gutes Team. Es geht weiter. Ey, warum hat der eine... Ah ne, der hat die gleiche Waffe. Okay, ich dachte schon. Ah, das sind die... Das sind coole Waffen. Die mag ich. Die sind lustig. Zu Pferde sind die total witzig. Och Gott. Und jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Mal aufpassen. Dass sie uns hier nicht trifft. Komm, lass Nahkampf gehen. Viel spannender für die Leute. Habe ich doch gesagt, Iso, ist viel cooler so. Jubelt! Jawohl! Schwere Kriegsfürsten-Schulterplatten, die sollten uns tatsächlich einen Bonus geben. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, das Bärenfell hätte uns auch schon einen Bonus gegeben, diese Bärenfälle, weil wir haben ja nur so einen Schal, ne? Aber hey, geil. Nice. Nicey, nicey. So, kurz verkaufen. Gut, dann schauen wir mal, was gibt's in Makeb? Eskortiert die Händlerkarawane. Ja, gut, das mach ich doch gerne. Let's go. Hallo. Auf nach Akkalat. Akkalat, Akkalat. Wenn du jetzt stehen bleiben würdest so ein bisschen langsamer machen würdest, dann könnten wir auch die bösen Buben abwehren, die sich uns eventuell in den Weg stellen. Zum Beispiel die da. Oder die da unten. Oder die ganz die anderen. Zum Beispiel die, die vom Alibaba hier. Ja, der will's wissen, ne? Der will's wissen. Der will's wissen mit seinen 40 Räubern. Na gut, dann... Dann lassen wir es ihn wissen. Oh, ich sehe so sexy aus mit meinen neuen... Mit meinen neuen Schultern, ne? Warte mal, ich mach mal kurz ein Foto machen von mir. Das ist sehr, sehr geil. Wunderbar. Huch! Der hat auf mein Pferd eingestochert. Der miese Kleine. Rennen, rennen, rennen! Mal kurz die Armbrust raus. Und in den Hintern geschossen. Oh, da tut das Reiten weh, du. Ich glaube, der will auch fliehen jetzt gerade. Oh cool, ich habe Fertigkeitspunkte in Armbrust erhalten. Das ist geil. Ich schwör's euch, ich werde zum Armbrustmeister. Irgendwann. Ich finde, letztes Mal haben wir echt ein paar coole Kills gemacht mit der Armbrust. Also in der letzten Staffel. Da waren wir mit der Armbrust schon ziemlich gut unterwegs, finde ich. Oh, da ist ja noch einer. Guck mal. Was? Habe ich nicht getroffen? Jetzt aber. Wie viel haben wir noch? Vier. Vier Räuberinos. Die sind alle da hinten, oder? Ne, es sind nur zwei. Komm her. Jawohl.
schönen Einfluss kassiert. Wir kriegen so viel Kohle jetzt dann. Wir werden so verdammt reich, Leute. Das wird der Hammer. So. Da ist, glaube ich, nichts dabei, so an Rüstung und Waffen. Was wir brauchen könnten. Armbrust können wir aufwerten. Nice. Nachladedauer. Hätte ich gerne. Gut, weiter geht's. Nach Akkalat. So, Turnierchen, botanische Vollblüter, das machen wir noch. Das geht. Das ist zwar wieder so ein ätzender Pferdekampf, aber... Naja. Was soll ich sagen, ne? Geht doch. Manchmal läuft's. Bergab und rückwärts. Aber manchmal läuft's. Manchmal läuft's. Ey. Alter. Ich habe halt keine Chance, das ist halt viel zu schnell, ne? Das ist halt fast schon gemein. Und mein Dödel hier, der trifft nichts. Muss weg. Lass dich halt jetzt treffen, du Sack, du. Geht doch. So, nächste Runde. Oh ja, mit den Waffen ist cool. Mit den Waffen ist mega. Gelten die Dinger als Stangenwaffen eigentlich? Sind das Stangenwaffen? Weil die sind halt mega geil, ne? Die machen halt so viel Spaß. Oh, ich darf nochmal mit den Dingern kämpfen. Wo ist der Gegner? Da. Aber die fetzen dir halt auch das Pferd weg, wenn du Pech hast, ne? Oder dich selbst, wenn du Pech hast. So, nochmal eine Runde. Was? Ich hab den nicht getroffen? Das ist gemein. Na gut. Bisschen aufpassen. Jetzt hat er mein Pferd getroffen, der Sack. Jetzt hat er mein Pferd umgebracht, der Sack. Na gut, dann machen wir das halt so. Bleib ja... Hallo, hier bin ich. Lauf halt jetzt nicht weg. Komm, mach's doch interessant für die Leute. Mach's halt jetzt für die Leute interessant ein bisschen. Komm halt jetzt her! Verdammter Crusade-Speerträger. Alter, was ein Arsch. Ah! Hass! Blöder Penner! Ich hasse den. Die Waffen sind doof. Ich mag die Waffen nicht. Die sind doof. Die sind kacke. Kannst du nicht brauchen, die Waffen. Lass die Waffen stecken, ey. Die sind echt doof. Niemand mag diese Waffen. Ich weiß nicht, warum man diese Waffen überhaupt in das Spiel eingebaut hat. Die sind ja total ätzend. Ach, der ekelhaft, diese Waffen. Naja. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Gebt ein Like, kommentiert. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.